Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und Blog. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es ein weiteres Video zum Thema Embossing und zwar speziell zu diesem Starter-Kit vom Action. Einige von euch haben das sicherlich schon gesehen auf Facebook oder in anderen Gruppen. Ich würde das gerne heute mit euch zusammen auspacken und testen und am Ende des Videos gibt es auch ein kleines Giveaway. Also, wer Lust hat, der bleibt dran. So, das ist hier an der Seite so zugemacht. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht aufgemacht. Und es soll ein kleiner Heißluftföhn drin sein, ein Stift und Embossingpulver. Gucken wir uns das doch mal an. Okay. So sieht das also aus. Drei Pulver, ein Stift und ein Föhn und eine Anleitung. Auf Englisch, auf Deutsch. Ja, auf Deutsch ist auch dabei. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben hier einmal 10 Milliliter Embossingpulver in Gold, schätze ich mal. Ja, steht kein, doch Feingold, ultra fein Gold. Okay. Dann haben wir hier einmal ultra fein Silber und einmal Silberglitzer. Okay. Dann gibt es hier diesen Embossingföhn. Oh, der sieht auf den ersten Blick erstmal ganz gut aus. Ja, ist leicht, also leichter als meine Föhns, aber das heißt ja nichts. Und eben ein Stift, um damit auch zu embossen. Schauen wir mal. Ich stecke den mal ein. So, der ist mal eingesteckt. Das Kabel ist nicht so sehr lang, aber lang genug. Vom Geräuschpegel her ja, geht. Und der hat auch hier so einen kleinen Aufstellfuß, das heißt, den kann man schön hinstellen, damit er irgendwie nicht, wenn es hier vorne heiß geworden ist, dass er irgendwie hier eure Unterlage beschädigt. Ich habe jetzt Glas, aber wenn ihr so eine normale Unterlage habt, könnte beschädigt werden. Wir werden das jetzt gemeinsam testen. Ich habe mir einfach hier weißen Farbkarton, also weißen Karton ausgesucht. Und zwei Stempel, einmal diesen sehr feinen herzlichen Glückwunschstempel von Stampin' Up und die niedliche Eule von Stampin' Up, weil sie sehr, also sehr großflächig ist. Und dann gucken wir mal, wie gut diese Embossingpulver funktionieren. Schade an dem Kit finde ich, dass kein Embossingkissen dabei ist, also greife ich auf mein altbewährtes Versamark-Kissen zurück. Vorher gehen wir einmal über diesen kompletten über das komplette Stück Karton drüber mit dem Embossingpulver hier. Okay. Und dann stempel ich herzlichen Glückwunsch auf. Und die kleine Eule. Und als erstes nehmen wir mal dieses ultrafeine silberne Pulver. Ist auf jeden Fall mal gut zu. Sieht wirklich sehr fein aus. Ich bin gespannt. Okay, bleibt auch schön haften. Schauen wir jetzt, wie gut es embosst. Dazu lasse ich den Föhn wie immer ein bisschen heiß werden. Und dann föhne ich zuerst von unten einmal ein bisschen an. Und dann von oben.
Okay. Ich hole euch für das Ergebnis mal gerade etwas näher ran. Also, das herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich gut geworden. Gefällt mir ganz gut. Die kleine Eule, also es ist, ja, das glänzt schön, das seht ihr, es gibt jetzt kein so ganz ebenes Embossing-Bild, also das heißt, dieses Pulver zieht etwas in das Papier ein, wenn es heiß ist und gibt kein so ganz klares Bild. Aber für die Schrift ist das auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay, das war das ultrafeine Silberne. Das geben wir jetzt zurück in das Döschen. Und dann probieren wir es weiter aus mit dem goldenen Embossing-Pulver. Wir machen genau dasselbe. Einmal herzlichen Glückwunsch. Und einmal die kleine Eule. Und wir nehmen das ultrafeine goldene Embossingpulver. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick sogar noch etwas feiner als das silberne. Ja, ich glaube schon. Also es wirkt etwas feiner noch. Und auch hier, ich föhne wieder erst ein bisschen von unten und dann von oben, dass mir kein Pulver wegfliegt. Das goldene Embossingpulver gefällt mir ein bisschen besser als das silberne. Also ja, es glänzt natürlich auch sehr schön. Ja, das ist wirklich gut. Das herzlichen Glückwunsch ist wieder wunderbar geworden und die kleine Eule auch etwas besser als in der silbernen Variante. Also die kann man etwas besser erkennen. Okay, dann haben wir noch das letzte, das Glitzerpulver. Und wir stempeln noch einmal herzlichen Glückwunsch und einmal die kleine Eule. Und nehmen jetzt das Glitzerpulver. Die meisten Glitzerpulver, finde ich, sind nicht so gut geeignet für so feine Sachen, weil sie oft doch dann nicht wirklich glitzern oder durch das Glitzer das nicht richtig, die Schrift nicht richtig rauskommt. Bin ich mal gespannt auf das hier. Also das wirkt auf jeden Fall sehr fein und glitzert auch schon mal schön. Dann los geht's mit dem Föhn. Ich hole euch näher ran, damit ihr das auch sehen könnt. Also, ja, das hat es ganz gut embossed und es glitzert auch ein bisschen. Aber ähnlich wie bei dem anderen Silber verschwindet das Embossingpulver ein bisschen im Karton drin. Und ja, das Glitzer lässt sich auch noch etwas abrubbeln. Seht ihr ja. Aber für den Spruch oben ist es ganz nett. Gefällt mir ganz gut. Hallo? Hier würde ich gerne noch den Stift mit euch ausprobieren.
Der hat auf jeden Fall mal hier so eine Pinselspitze und ich glaube eine feine Spitze. Probieren wir das doch mal direkt aus, ob man damit auch schön embossen kann. Also dieser Stift ist sehr trocken. Also der taugt nicht viel. Da werde ich auch direkt Pulver drüber machen müssen. Aber ja, komm, ich habe gerade das Glitzerpulver noch hier, dann benutze ich das auch noch mal. Ja, das seht ihr schon. Also, da hält leider nicht wirklich viel Pulver dran. Ich probiere gerade noch mal die andere Spitze. Also man muss sehr häufig darüber gehen. Gucken wir mal, schnell Pulver drauf machen. Also wenn man sofort Pulver drauf macht, geht es. Ich föhne das jetzt trotzdem einmal für euch. Zusammenfassend kann ich sagen, die Embossing-Pulver sind ganz in Ordnung. Sie sind ein bisschen so, dass sie in das Papier hineinziehen. Das heißt, es gibt kein richtig schönes deckendes Ergebnis, aber man könnte vielleicht zwei Schichten Embossing-Pulver auftragen. Und dann könnte das Ganze gut funktionieren. Also für so großflächige Stempel finde ich sie jetzt nicht so geeignet. Allerdings finde ich das Ergebnis mit diesem feinem Schriftzug gelungen. Also da können alle drei Embossing-Pulver mithalten, wobei ich tatsächlich das Glitzernde am schlechtesten finde, aber das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Der Stift ist viel zu trocken. Also, damit kann man nicht wirklich arbeiten. Ihr seht, es sieht eher geschmiert aus als irgendwie schön embossed. Die Spitze ist auch nicht weich genug, um wirklich schön kalligrafiemäßig zu arbeiten. Und hier könnt ihr auch noch mal sehen, dass das so ein bisschen in das Papier einzieht und einfach kein schönes Ergebnis gibt. Da ist nur so ein bisschen oben drauf, aber der Rest sieht ein bisschen schmutzig aus. Das ist nicht wirklich schön. Aber gut, ich denke, für einen Anfänger oder jemand, der das gerne mal ausprobieren möchte, ist dieses Set vom Action auf jeden Fall sein Geld wert. Der Heißluftföhn ist in Ordnung. Ich hoffe, er hält eine Weile. Krachmäßig macht er nicht mehr Krach als mein guter Heißluftföhn. Also, warum denn nicht? Kann man auf jeden Fall ausprobieren. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Giveaway. Ich würde gerne zwei dieser Embossing-Starter-Sets vom Action an euch verlosen. Was müsst ihr dafür machen? Ich möchte natürlich gerne wissen, wo ihr gerade steht, was ihr gerade macht und vor allem, was ihr mit dem Embossing-Set machen würdet. Also, was ist euer nächstes Projekt? Seid ihr Profis, Anfänger? Lasst es mich wissen und schreibt es mir in die Kommentare. Unter allen Kommentaren, die bis nächsten Sonntag um 19 Uhr unter dieses Video hier gepostet werden, werde ich zwei der Embossing-Sets verlosen. Und ich werde den Gewinner mit einer Antwort auf seinen Kommentar benachrichtigen. Also schaut nächste Woche, Sonntag spätestens, aber am Montag nochmal vorbei und schaut, ob ihr vielleicht zu den glücklichen Gewinnern gehört. Also,
mir einen Kommentar auf dieses Video hinterlassen, in dem ihr schreibt, warum ihr das Set gerne haben möchtet, was euer Projekt ist und was ihr damit gerne machen würdet. Ich freue mich, von euch zu hören, und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!